Ja, herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Ich bringe auch liebe Grüße von unserer Gemeinde aus Lage, der Bibelgemeinde Lage, mit. Und ich bedanke mich auch bei dir, Wolfgang, recht herzlich für die Einladung. Bin froh, heute hier mit euch gemeinsam die Bibelarbeit zu machen, das Wort Gottes zu betrachten. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich bin mit meiner Frau Luise seit fast 23 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder im Alter von 21, 20, 20 und 13. Und wir befinden uns in einer sehr spannenden Zeit, wo die großen Flügel bekommen, sodass unser Sohn, der 20-Jährige, vor 3,5 Monaten geheiratet hat. Und die beiden Töchter ziehen jetzt auch aus in eine WG in 2 Monaten. Das Haus wird leerer. Aber wir sind Gott sehr dankbar, dass sie den Weg mit Jesus gehen, die 3 Großen. Und so nehmen wir jede Zeit aus der Hand des Herrn, die ist gut, wie er es macht. Ja, ich muss zugeben, ich wollte schon immer mal auf den Bibeltagen dabei sein, weil es war mir schon ein Begriff. Aber es hat sich aus gewissen Gründen immer nicht ergeben. Und ich möchte dazu sagen, dass die Bibeltage als solches schon ein Begriff sind, auch über Hannover hinaus. Also auch bei uns in Ostwestfalen war es durchaus ein Begriff. Einige Gäste sind auch hier immer wieder hingefahren. Und wie ich auf der Homepage gelesen habe, seit bald 30 Jahren, ihr feiert bald Jubiläum, und so möge Gott auch diese Arbeit gebrauchen, um Geschwister zuzurüsten, um sie zu ermutigen, ja, im Glauben gestärkt zu werden. Ja, wie Wolfgang schon sagte, unsere Beziehung hat sich intensiviert, 21, durch das Thesenpapier, wo wir Wolfgang baten, uns das zu formulieren, weil die Gabe habe ich nicht, so kurz und prägnant die Dinge auf den Punkt zu bringen. Daher sind wir dir auch da sehr dankbar. Aber auch für eure Arbeit als Gemeinde sind wir sehr dankbar. Besonders schätze ich die Arbeit in den letzten 3 Jahren in Bezug auf die Aufklärung und die Treue zum Wort. Eine kleine Ermutigung vielleicht auch für euch, für den Dienst. Seit knapp 1,5 Jahren besucht uns eine Gemeinde, eine Familie, unsere Gemeinde, so, die in Zeiten von Lockdowns eure Online-Predigten gehört hat. Und durch die klare Verkündigung des Wortes Gottes und durch die Aufklärung dann auch zu gesunden Theologie gefunden hat und jetzt seit, wie gesagt, 1,5 Jahren bei uns in der Gemeinde ist. Auch da vielen Dank. So sehen wir, Gott baut unterschiedlich seine Gemeinde, benutzt verschiedene Wege und da nutzt er auch euch. Ja, und so freue ich mich über das Hauptthema, das wir gemeinsam schauen wollen, Jesus als Evangelist im Lukas-Evangelium. Wir werden uns im ersten Vortrag mit dem Text aus Lukas 13, 22 bis 30 beschäftigen. Und bevor wir damit starten, möchte ich noch kurz ein paar Gedanken als Hintergrundinformationen zum Lukas-Evangelium geben. Das Lukas-Evangelium wird ja auch als das Evangelium für die Griechen genannt und man könnte es auch bezeichnen als das Evangelium für die Nationen. Und wir sehen gleich am Anfang des Evangeliums, in den ersten 4 Versen, da benennt Lukas die Zielgruppe und die Absicht seines Evangeliums. Er schreibt im ersten Kapitel an den Griechen namens Theophilus, was griechisch bedeutet von Gott geliebt und was vermutlich eher auf seinen Taufnamen hinweist. Mit seinem Bericht verfolgt Lukas die Absicht, das Evangelium der griechischen Welt der Reihe nach, wie er sagt, aufzuschreiben, damit Theophilus Gewissheit hat über die Dinge, in denen er unterwiesen wurde. Und weil er an Griechen schreibt, beginnt er nicht wie zum Beispiel Matthäus mit dem Geschlechtsregister oder Stammbaum Jesu, der bis auf Abraham oder David zurückgeht, sondern er führt den Stammbaum bis auf Adam zurück, um deutlich zu machen, dass das Evangelium nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nationen ist. Jesus als Erlöser der ganzen Menschheit. Und diese universale Evangeliumsbotschaft durchzieht das ganze Evangelium. Wir sehen es von dem Lobpreis Simeon, der Jesus als das Licht der Nationen preist, Kapitel 2, 32, bis hin zum Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern in Lukas 24, 47 gibt, indem er sie auffordert, das Evangelium allen Nationen zu predigen. Und deshalb finden wir einige Gleichnisse oder Begebenheiten, die explizit mit dem Judentum zu tun haben, nicht im Lukas-Evangelium. Dafür finden wir aber hier im Lukas-Evangelium einige Begebenheiten oder Gleichnisse, die wir in den anderen Evangelien nicht finden. Wie zum Beispiel die Geschichte, als Jesus als 12-Jähriger
im Tempel war, in Lukas 2. Dann Gleichnisse wie der barmherzige Samariter in Lukas 10, vom verlorenen Sohn Lukas 15 und von dem reichen Mann und Lazarus in Lukas 16. Die Geschichte von den Aussätzigen, Lukas 17, sowie die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn auf dem Weg nach Emmaus in Lukas 24. Und es ist schon ein bisschen angeklungen in den Worten, die Wolfgang vorgelesen hat. Und man könnte das Lukas-Evangelium zusammenfassen oder auf den Punkt bringen, unter anderem auch mit der Stelle, die ähnlich lautet, Lukas 19,10, wo Jesus den Oberzöllner Zachäus, der sich gerade bekehrt hat, den Grund nennt, warum er in dieser Welt gekommen ist. Da heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese Passage wird Wolfgang dann am Sonntag ausführlicher auslegen. Und da sehen wir sehr deutlich in dieser Aussage Jesu evangelistische Herzenshaltung. Das ist der Grund seines Kommens, nämlich um zu suchen, was verloren ist. Und obwohl wir wissen, und Wolfgang hat es auf den letzten Bibeltagen erklärt, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Ziel seines Kommens und dem Ergebnis seines Kommens. Wo zum Beispiel nach der Heilung des Blindgeborenen in Johannes 9, 39 Jesus sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Das heißt, die Konsequenz, das Ergebnis seines Kommens für alle, die ihn ablehnen, ist das Gericht. Darum ruft Jesus die Menschen direkt und indirekt immer wieder auf zur Buße. Und das zieht sich auch hier durch das ganze Evangelium. Und das wird auch in unserem Abschnitt uns begegnen. Heute wollen wir uns also anhand einiger Begebenheiten anschauen, wie Jesus evangelisiert hat. Und Lukas berichtet uns von einigen Bekehrungen, wie zum Beispiel von Oberzöllner Zachäus. Und das nicht nur im Lukas-Evangelium, sondern auch vermehrt in der Apostelgeschichte, die ja auch Lukas niedergeschrieben hat, wo es dann immer wieder heißt, immer mehr wurden hinzugetan. Und das Wort breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich. Oder solche Aussagen wie, und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan und an einer anderen Stelle eine beträchtliche Zahl. Und so wie das Evangelium sich damals in der Frühzeit der Kirchengeschichte ausbreitete, so hat es auch uns, jeden von uns, der wiedergeboren ist, erreicht. Und immer wieder müssen wir uns bewusst sein, wenn es uns erreicht hat, ja, über die Jahrtausende, wie viel mehr sollten auch wir so ein Herz haben, das hinausgeht, um das Evangelium weiterzugeben, so wie es die Jünger taten. Und darum wollen wir uns heute in seine Schule begeben, von Jesus lernen, wie er Sünder zur Buße ruft und was der Inhalt seines Evangeliums ist. Lass uns damit beginnen, dass wir unseren Text gemeinsam lesen, Lukas 13, 22 bis 30. Und er zog durch die Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihm, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein und es sind Erste, die werden Letzte sein. Wir wollen uns anhand dieses Textes durch die 6 Punkte durchgehen, den ihr auch in euren Heften findet. Also erstens Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, Vers 22. Jesus war unterwegs nach Jerusalem und durchzog dabei Städte und Dörfer, heißt es hier.
Und im größeren Kontext, wenn wir da hineinschauen, lesen wir dann in Kapitel 9,51 von Jesu Entschluss, nach Jerusalem zu reisen. Da heißt es: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu gehen. Er reist nach Jerusalem, weil seine Zeit hier auf der Erde zu Ende geht. Und dabei wollten sie durch Samaria reisen, doch die wollten ihn nicht aufnehmen, weil seine Reise oder sein Zielort Jerusalem war. Und die sogenannten Donnersöhne, Jakobus und Johannes, wollten am liebsten Feuer vom Himmel regnen lassen, um sie dass es sie wegrafft sozusagen. Und die Antwort Jesu wird einmal mehr deutlich durch seine Antwort, was das Ziel seines Kommens war. Kapitel 9, 56, da sagt er: Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen durch ein anderes Dorf. Und Jesus reist nach Jerusalem in dem Wissen, was ihn dort erwartet. Er wird von den Menschen abgelehnt werden, er wird verachtet, verspottet und am Kreuz sterben. Das Ziel war Jerusalem, und so heilte, lehrte er sowohl auf Plätzen, unterwegs, aber auch in den Synagogen. Das heißt, er legte die Schrift des Alten Testaments aus. Und am selben Tag, wo diese Begebenheit, also unser Text, stattfindet, und hier sind wir dann wieder in unserem Text oder direkt im Anschluss, kommen die Pharisäer in Vers 31 zu ihm und sagen: Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Es drängt sich hier die Frage auf, ob diese Warnung tatsächlich ernst gemeint ist und ob Herodes ihn tatsächlich töten wollte. Denn wenn es tatsächlich so wäre, warum sollten gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn davor warnen, die ihn ja eigentlich eher loswerden wollten? Und wie wir eben im Kontext gesehen haben, hat Jesus ja es angekündigt, dass er nach Jerusalem geht. Und daher ist es eher anzunehmen, dass sie ihn einfach warnen wollten, um ihn dazu zu bewegen, dass er vielleicht seine Pläne ändert und nicht nach Jerusalem geht. Doch Jesus entgegnet ihnen sehr unmissverständlich, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass er erst dort sterben wird und somit seinen Plan erfüllen wird. Zweitens, eine Frage, die viele Menschen umtreibt. Wir sehen, dass hier im Kontext Jesus die Volksmenge über das Reich Gottes belehrt. Und prompt kommt diese Frage von einem aus der Menge der Zuhörer, von dem wir nichts weiter erfahren. Doch diese Frage, die hat es in sich, weil diese Frage viele Menschen auch heute noch genauso stellen. Herr, sind es wenige, die errettet werden? Wie viele werden denn errettet sein? Wie viele werden beim Gastmahl des Herrn dabei sein? Denn wer so eine Frage stellt, der hat vermutlich verstanden, was Jesus gelehrt hat. Er hat zumindest verstanden, dass das Reich Gottes nahe ist. Er hat verstanden, dass das Gericht nahe bevorsteht. Und er hat womöglich verstanden, dass keineswegs alle Juden gerettet werden. Und wir wissen ja nicht, welche Reden von Jesus er bereits gehört hat. Denn wenn er die Bergpredigt gehört hätte, dann müsste uns diese Frage nicht sehr verwundern. Denn dort hat er die Geistlichen massiv getadelt für ihre Selbstgerechtigkeit, wie wir es gleich noch in Matthäus 5,20 sehen werden. Und wenn wir ehrlich sind und uns selber fragen, ist es ja auch eine Frage, die uns nicht fremd ist. Ja, wenn wir das gottlose Treiben der Menschen sehen, so fragen wir uns auch, wie viele werden gerettet sein? Luise und ich, wir setzen uns häufig ins Café, wenn wir mit dem Rad unterwegs sind, und häufig tauschen wir darüber aus und beobachten die Leute. Und manchmal kommt der Gedanke: Mensch, es sind so viele Menschen, gerade in den Großstädten, und du denkst, wow, und jeden Einzelnen kennt Gott, jeden Einzelnen kennt er sein ganzes Leben, sein Anfang, sein Ende, alles. Und gleichzeitig sind wir aber dann traurig, wenn wir dann sehen, wie wenige von diesen Menschen, die wir dort sehen, tatsächlich den Weg mit Jesus gehen. Nach dem Talmud, der mündlichen Überlieferung der Tora, würde ja ganz Israel gerettet werden, ausgenommen die Juden, die mit schweren Sünden belastet waren. Wenn wir in die heutige Zeit schauen, viele liberale Theologen glauben heute erst gar nicht an die Verdammnis,
Ihrer Ansicht nach wäre Gott dann ja ungerecht. Und somit verbannt man solche Wörter wie Sünde, Gericht, Verdammnis oder auch Hölle ganz von den Kanzeln. Doch was ist Jesu Antwort hier auf diese Frage? Herr, sind es wenige, die errettet werden? Jesus antwortet hier mit zwei Begrenzungen, die einer Errettung im Wege stehen können. Und die erste Begrenzung ist die enge Pforte. Und dann sehen wir die zweite Begrenzung dann in unserem Gleichnis dann weiter, wo es am Ende heißt, zu spät. Und so drittens die zwei Begrenzungen. Die erste Begrenzung ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Und wir bedenken, er spricht hier nicht zu seinen Jüngern, er spricht zu der Volksmenge. Diese Anweisung gilt also allen Menschen. Aber diese Menschen, die dort waren, sie waren ja keine Atheisten, sondern Menschen, die religiös waren, religiöse Aktivitäten vollzogen haben und teilweise besessen davon waren. Sie glaubten, Gott zu dienen. Sie glaubten, sie seien sicher dabei. Ihnen gehört das Reich und sie konfrontiert Jesus damit, dass er sagt, ringt darum. Und man könnte es auch übersetzen mit kämpft darum. Es hat etwas mit Anstrengung zu tun. Das ist dasselbe Wort, was Paulus verwendet im Kolosserbrief, wo er sagt, dass Epaphras in den Gebeten für sie kämpft. Oder wo er Timotheus aufruft, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, und wir sehen auch hier wieder diese Spannung zwischen Gottes Souveränität und der Verantwortung des Menschen. Auch wenn wir wissen, dass die Errettung ganz von Gott kommt, ist es dennoch unser Auftrag, alles zu geben. Das heißt, Gott tut alles und wir tun alles. Wir sollen also darum ringen, durch die enge Pforte hineinzugehen. Und die enge Pforte, wörtlich die Tür. Und diese Tür der Errettung ist natürlich niemand anders als unser Herr Jesus Christus, der ja im Johannesevangelium selber von sich sagt, Johannes 10, 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ist die Pforte, er ist der Weg, er ist die Tür, er ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Und niemand, wirklich niemand, keiner kommt an ihm vorbei. Aber wie gesagt, der Eingang ist eng. Da kannst du keinen Ballast mit Selbstgerechtigkeit, Selbstliebe, Selbstverwirklichung und Geldliebe mitnehmen. Und ich denke, die meisten von uns kennen dieses Bild. Es stammt von Charlotte Reilen. Ich habe es in das Skript drucken lassen. Auch wenn das nur schwarz-weiß ist, kommt es, denke ich, trotzdem einigermaßen zur Geltung. Und sobald wir das Bild sehen, dann erinnert uns das häufig an die allegorische Geschichte von John Bunyan von der Pilgerreise, wo er diese beiden Wege, auch der Kampf darum, um das Hineingehen, sehr bildlich und gut beschreibt. In der Bergpredigt in Matthäus 5,20 sagt Jesus zu den Menschen, welche Gerechtigkeit er verlangt. Da heißt es, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und wenn der Fragende in unserem Text diese Aussage gehört hat, dann verstehen wir auch ganz sicher seine Frage, ob es nur wenige sind, die gerettet werden. Wer soll dann überhaupt gerettet werden, wenn nicht diese Elite? Ja, das war die religiöse Elite zur damaligen Zeit. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet nicht hineinkommen, wenn eure Gerechtigkeit nicht der Schriftgelehrten übertrifft, dann war für ihn klar, wer soll dann noch gerettet werden? Ja, ist fast unmöglich. Und dann später in Kapitel 7, in den Versen 13 bis 14 beschreibt Jesus, wie sie zu dieser Gerechtigkeit kommen. Da spricht er von diesen beiden Wegen. Da heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Sie kommen zu dieser Gerechtigkeit, indem sie durch die enge Pforte gehen. Der Weg in das Reich Gottes führt nur durch diese enge Pforte, sie führt nicht an Jesus vorbei. Der Weg mag vielleicht auf den ersten Blick bequem und entspannt aussehen, unkompliziert aussehen,
aber er führt ins Verderben. Die enge Pforte und der schmale Weg, die führen in das Reich der Himmel. Wenn wir in die aktuelle Zeit schauen, so sehen wir die Bemühungen der Weltreligionen, dass man den Islam und das Christentum irgendwie versöhnen möchte. Und dabei einigt man sich auf eigentlich den kleinsten gemeinsamen Nenner, indem man bis auf Abraham zurückgeht und sagt, wir treffen uns bei Abraham und nennen uns die abrahamitische Religionen und verbrüdern uns. Doch wir wissen, dass der Islam lehrt, oder sie lehnen Jesus als den Sohn Gottes ab. Auch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz wird geleugnet, indem sie sagen, jemand, der so ähnlich aussieht, ist am Tod gestorben oder eines seiner Jünger. Doch Jesu Aussagen sind hier unmissverständlich. An Jesus kommt nicht ein einziger vorbei. Denn sonst hätte Jesus selbst nicht gesagt, im Johannesevangelium einige Kapitel weiter, wo Thomas die Frage stellt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Und Jesus ihm dann antwortet in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und das ist auch unsere Botschaft. Das muss auch unsere Botschaft sein in der heutigen Zeit. Das Evangelium ist exklusiv und die Pforte ist eng. Und mit dem zweiten Satz in unserem Text stößt Jesus den Juden so richtig vor den Kopf. Denn er sagt, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Doch nach dem Talmud sollten ja eigentlich alle Juden gerettet werden. Damit sagt Jesus, dass viele Juden nicht gerettet werden. Die Zuhörer müssten entsetzt gewesen sein, weil die meisten von ihnen es für selbstverständlich hielten. Wenn jemand ins Reich Gottes hineinkommt, dann wir als Kinder Abrahams, als Nachkommen Abrahams. Wir haben einen Platz im Gottesreich sicher. Ihr bisheriges Denken wurde damit auf den Kopf gestellt. Aber wie wir später sehen werden, kommt es noch schlimmer. Aber reicht es nicht, den Wunsch zu haben, in das Reich Gottes zu kommen, in den Himmel zu kommen? Reicht es nicht, einfach ein guter Mensch zu sein? Reicht es nicht, religiös zu sein? Jesus sagt, nein. Sie werden es nicht können. Darum dieser Aufruf ringt darum oder danach. Die zweite Begrenzung in Jesu Antwort auf die Frage, Herr, sind es wenige, die errettet werden, ist eine zeitliche. Und hier antwortet Jesus im Gleichnis von dem Hausherrn, der die Tür verschließt und es dann am Ende heißt, zu spät. Aus dem Text geht nicht hervor, ob der Hausherr ein Gastmahl oder eine Hochzeit gefeiert hat und dazu geladen hatte. Wir wissen auch nicht, warum er die Tür verschlossen hat. War die Frist abgelaufen? War der Saal voll? Aber eines wissen wir ganz sicher, und das ist sehr klar, es wird ein Moment kommen, an dem es zu spät sein wird, wo die Tür dann endgültig verschlossen ist. Und auch dieses Bild sehen wir, gebraucht Jesus des Öfteren. Wie zum Beispiel in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25, wo er aufzeigt, dass auch da ein Moment geben wird, wo es ein zu spät geben wird. Und mit dieser Illustration will Jesus seinen Zuhörern deutlich machen, wie entscheidend es ist, dass sie jetzt auf diesen Ruf Jesu hören. Denn es wird eine Zeit kommen, an der es tatsächlich zu spät sein wird. Und in dieser Geschichte liegt eine Dringlichkeit, die Jesus zuvor in seiner Ermahnung und im Aufruf zur Buße schon zweimal sehr drastisch formuliert hat. In Lukas 13, 1-9, da heißt es dann unter anderem, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Es waren nämlich Menschen in Siloa, die zufällig durch einen umgefallenen Turm erschlagen wurden und so praktisch plötzlich der Tod über sie kam. Denn das zu spät, das kann unterschiedliche Formen haben. Es kann ein plötzlicher Tod sein, es kann ein Autounfall sein, Herzinfarkt oder auch die Wiederkunft des Herrn, auf die wir uns hoffentlich alle freuen. Und wenn wir die Geschehnisse auf dieser Erde gerade aktuell beobachten, so hoffen wir, dass er bald wiederkommt. Und darum ist diese Dringlichkeit auch etwas, was unsere Botschaft heute sein muss, wenn wir die Leute mit dem Evangelium konfrontieren. Wir müssen den Menschen sagen, ringt darum, solange es noch Zeit ist.
solange Gott noch Gelegenheit zur Buße schenkt. Und wir sehen, dass das auch immer die Botschaft Jesu war in den Evangelien. Wir sehen hier keine Jesus-liebt-dich-Theologie. Es ist keine billige Gnade, so nach dem Motto, nice to have, nehme ich auch noch mit als Zusatzpaket. Und wenn wir in die heutige evangelikale Szene schauen, so sehen wir auch da, dass das Evangelium immer weiter verwässert wird. Und damit meine ich nicht die Staatskirchen, wo man nur sehr wenig vom Evangelium hört, sondern wirklich die Evangelikalen, die sich eigentlich noch zu der Genügsamkeit der Schrift oder zur Inspiration der Schrift bekennen. Und wir beobachten, wie die klassische Theologie, die Gott im Zentrum hat, häufig ersetzt wird durch eine Theologie, die den Menschen im Zentrum hat. Durch den Relativismus und den Pluralismus, welche uns auch teilweise durch die Ökumene angepriesen wird, sehen viele Evangelikale gar nicht mehr die Notwendigkeit der Evangeliumsbotschaft, dass man die wirklich verkündigt. Stattdessen werden Marketingmethoden angewandt, um Menschen in die Gemeinden zu locken. Die Gottesdienste werden spannend gestaltet, sodass sich der Sünder wohlfühlt. Show und Unterhaltung füllen den Gottesdienst, sodass am Ende kaum noch Zeit bleibt für die Botschaft. Und wir müssen uns bewusst sein, genauso wie Jesus damals diese Jünger, oder die, nicht die Jünger, die Juden, vor den Kopf stößt, dass nicht alle Juden gerettet werden, gilt es auch für uns heute. Nicht alle, die sich Christen nennen, werden tatsächlich gerettet werden. Durch die enge Pforte kannst du nicht stolz und erhobenen Hauptes gehen, sondern mit einer demütigen Haltung der Selbstverleugnung. Und somit kommen wir zum vierten Punkt, das leere Lippenbekenntnis. Was passiert, wenn die Tür nun verschlossen ist, wenn es dann heißt, zu spät? Vers 25 und 26. Dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Wir haben doch vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und wir sehen dann weiter, oder die Parallelstelle in Matthäus 7, 22, da drückte Jesus es noch härter aus. Er sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Das heißt, sie haben nicht nur auf ihn gehört, sie haben nicht nur mit ihm gegessen, nein, sie haben in seinem Namen geweissagt, sie haben hier Dämonen ausgetrieben und viele Wundertaten vollbracht. Und interessant, in beiden Stellen sehen wir, in beiden Texten heißt es hier zweimal Herr, Herr. Ist das nicht genug? Dieses Bekenntnis, welches doch so entscheidend ist, dass wir ihn Herr nennen? Doch was heißt es, Herr, ihn Herr zu nennen? Das heißt, ihm gehorsam zu sein. Der Titel Herr, Kyrios, ist der höchste und erhabene Titel von Jesus Christus. In der Welt des Neuen Testaments wurde dieser Begriff Kyrios auf verschiedene Weise gebraucht. Es wurde sowohl für die höfliche Anrede als auch für den Ehrentitel eines Herrschers verwendet. Aber vor allem auch von einem Sklaven seinem Herrn gegenüber. Und wir sehen in den ganzen Briefen der Apostel, die sich ja auch häufig Sklaven Jesu Christi bezeichneten. Ja, das sehen wir in Römer, in Philippa, Titus, Jakobus, Petrus und auch Judas. Ein Herr war also ein Gebieter über seine Sklaven. Und wenn du also als Sklave deinen Besitzer, der dich besitzt, Herr nannst, dann hast du das auch getan, was er dir gesagt hat. Und diese beiden Dinge, die waren nicht voneinander zu trennen. Und deshalb hat Jesus ja auch zuvor in Lukas 6, 46 in dem Gleichnis von dem klugen und törichten Baumeister gesagt, was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich sage? Es war also ein Widerspruch, wenn jemanden Herr nennt und nicht tut, was er sagt. Und in allen Bibelstellen, die wir bisher gelesen haben, und man könnte noch weitere aufführen, sagt Jesus im Grunde genommen, jeder Mensch, der mein Jünger wird und glaubt, wird ein Mensch sein, der als Jünger gehorcht. Sonst ist er nicht mein Jünger. Das heißt, ein Bekenntnis des Glaubens ohne ein Leben des Gehorsams gibt es nicht. Sonst ist das nur ein leeres Lippenbekenntnis.
Wenn du Jesus nicht von ganzem Herzen deinen Herrn nennen kannst, wenn du diese Veränderung deines Herzens nicht erlebt hast, diesen Machtwechsel nicht erlebt hast, dann kann es auch für dich irgendwann mal heißen, zu spät. Und Jesus wird diese Menschen abweisen. Und so kommen wir zu den Versen 25 bis 27. Und diese Abweisung ist hart, denn der Hausherr sagt, ich weiß nicht, woher ihr seid. Ich weiß nicht, woher ihr seid, geht von mir, ihr Übeltäter. Und in Matthäus 7, 23 sagt er sogar, ich habe euch nie gekannt. Er hat sie nie gekannt, mit anderen Worten, ihr wart in keinem Augenblick meine Jünger oder mein Eigentum. Ihr wart noch nie in meiner Gegenwart, weil ihr permanent in der Gesetzlosigkeit lebt und sie praktiziert. Aber sie waren doch regelmäßig im Gottesdienst. Sie haben doch mitgearbeitet und so weiter. Dann gibt es kein Zurück. Der Scheinglaube entpuppt sich als ein leeres Lippenbekenntnis. Und ich weiß nicht mehr, wer dieses Zitat sagte, aber ich hatte es mal gehört. Die Hölle wird voll sein von Menschen mit einem leeren Lippenbekenntnis. Ja? Das heißt, das sind Menschen, die sich nie vor Gott gedemütigt haben, die nie durch die enge Pforte gegangen sind, die sich nie selbst verleugnet haben, die das Kreuz nicht täglich auf sich nahmen, die ihm nicht nachfolgen. Das sind aber die Voraussetzungen der Nachfolge, die Jesus zuvor in Lukas 9, 23 gesagt hat. Es reicht also nicht, christliche Veranstaltungen zu besuchen, wenn du christliche Freunde hast. Es reicht auch nicht, Mitglied einer Kirche zu sein. Es reicht auch nicht, wenn du regelmäßig in den Gottesdienst gehst und gegebenenfalls sogar bibeltreue Predigten hörst. Laurence Peter sagte dazu einmal treffend zu dieser Spannung, in der Kirche zu sein, macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie niemand zu einem Auto wird, wenn er in einer Garage steht. Ja, es ist sehr plump, aber es trifft es auf den Punkt. Die Frage ist vielmehr, bist du durch diese enge Pforte gegangen? Denn die Konsequenzen dieser Frage machen einen himmelweiten Unterschied. Und somit kommen wir zu dem nächsten Punkt. Der Zielort macht den Unterschied. Mit dem Vers 28 steigt Jesu aus dieser Gleichnisrede aus und wendet diese Allegorie oder diese Realität auf das jüngste Gericht, die zugleich auch eine Realität des Reiches Gottes ist, an. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Hier werden zwei Orte gegenübergestellt. Auf der einen Seite der Ort, wo der Hausherr die Übeltäter und die Gesetzlosen hinschickt. Da wird nämlich das Heulen und Zähneknirschen sein. Und auf der einen Seite das Reich Gottes, wo wir, die Erlösten, gemeinsam mit Abraham, Jakob, Isaak, Elia, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die anderen Propheten von Hosea bis Malachi gemeinsam dieses Freudenmahl feiern werden. Als ich das so gelesen habe, nachgedacht habe, fand ich das erstaunlich, dass Jesus hiermit indirekt sagt, dass man aus der Hölle in das Reich der Himmel schauen kann und wie es dann mit unserer Freude sich dann verhält, wenn wir ständig mit ansehen müssen, wie die in der Hölle die Qualen erleiden. Ja? Wir sehen das ja auch ähnlich in dem Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, einige Kapitel weiter. Da heißt es ja auch, und als er im Totenreich seine Augen erhob, der reiche Mann, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Ja, und wir sehen auch hier ein ähnliches Bild wie in unserer Situation. Auch wenn wir diese Frage biblisch nicht korrekt oder vollständig zur Zufriedenheit bekommen, können wir diese Frage unserem souveränen Herrn überlassen, der auch dafür eine Lösung hat, dass wir da jetzt nicht vielleicht in unserer Freude, in unserer überschwänglichen Freude da gemindert werden. Das Heulen und Zähneknirschen kommt noch 6-mal im Matthäusevangelium vor und immer in Verbindung mit Gericht und der ewigen Verdammnis. Heulen ist ein Ausdruck von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und das Zähneknirschen steht für einen Ausdruck von Zorn und Wut.
Diese Ausdrücke stehen für den Schmerz und könnten sagen für die Qualen des Verlorenseins. Und dieser Ort hat auch noch andere Begrifflichkeiten, die wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium finden. Da wird es beschrieben als ein Ort der äußersten Finsternis, als ein Ort, wo die Heuchler sein werden, ein Ort, der auch als Feuerofen bezeichnet wird oder auch ein Ort des ewigen Feuers. Und soweit ich sehen kann, spricht Jesus mehr über die Hölle als über den Himmel. Er kam, um für unsere Sünden zu sterben, weil er wusste, dass jeder, der ihn ablehnt, ganz real verloren geht. Wie schon erwähnt, man spricht heute nicht gerne von der Hölle, aber wenn es keine Hölle gibt, dann ist Jesus ein Lügner. Und wovor sollte er uns dann retten? Wenn es keine Hölle gibt, kein ewiges Verlorensein, kein Ort des nie endenden Feuers, dann können wir auch unsere Gemeinden schließen. Denn das ist unser Auftrag, den Menschen mit dieser Botschaft zu konfrontieren, nämlich lasst euch versöhnen mit Gott. Dann wäre auch diese Botschaft gänzlich überflüssig. Die Hölle ist real, ganz gleich, wie sehr die Menschen sie wegdiskutieren oder wegerklären versuchen. Und nun schauen wir auf die andere Seite in Vers 29b, dass sowohl Abraham, Isaak, Jakob und die Propheten und alle, die zu Tisch sitzen, werden im Reich Gottes sitzen werden. Und damit ist das messianische Freudenmahl gemeint, wo auch wir als Kinder Gottes mit ihnen gemeinsam zu Tisch sitzen werden. Hast du dich auch schon mal gefragt, wenn du dann die Herrlichkeit Christi geschaut hast, wen du noch dort gerne sprechen würdest? Salomo, Nebukadnezar, Paulus, David oder auch Petrus. Ja, wir werden mit all ihnen sprechen können, da die Ewigkeit bekanntlich keine Zeit hat und kein Ende. Und in diese Situation hinein muss es besonders für viele Juden eine Ohrfeige sein, wenn sie bei diesem messianischen Freudenmahl nicht dabei sein werden. Und das nur, weil sie den Messias abgelehnt haben. Doch was Jesus dann sagte, war noch weit revolutionärer. Punkt 6. Ein Evangelium für alle Völker. Und für alle die, die wirklich nur das jüdische Volk als das Volk Gottes hielten, war das, was er hier sagt, sehr vernichtend. Denn er sagt, und sie werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und diese vier Himmelsrichtungen versinnbildlichen alle Völker dieser Erde. Jesus sagt damit, anstelle der hinausgeworfenen Juden werden nun Heiden in das Reich Gottes eingehen. Und diese Lehre muss für viele Pharisäer und Schriftgelehrten so schlimm gewesen sein, dass sie gleich im Anschluss, ich hatte es ja schon angekündigt, in Vers 31, dann lesen, bitte verlasst die Stadt. Doch eigentlich, wenn sie die Schriften kennen würden, und das sollten sie ja als Schriftgelehrte und Pharisäer, dürfte es sie ja gar nicht verwundern. Denn Gott hat es ja mehrfach vorausgesagt. Gott selbst hat es Abraham gesagt in 1. Mose 18, 17 bis 18. Ja, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen, starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Und Gott wiederholt diese Verheißung dann zweimal, noch in Kapitel 22 und 26. Aber auch David prophezeit in einem seiner Psalmen am Ende seiner Tage, im Psalm 72, wo er für seinen Sohn Salomo betet. Und da spricht er auch dann prophetisch über die segensreiche Zeit der Regierung des Messias. Psalm 72, Vers 17. Sein Name bleibt ewiglich. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden. Sie werden ihn glücklich preisen. Ja, es wird also schon im Alten Testament sehr deutlich angekündigt, dass der Messias das Glück und der Ruhm aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen sein wird. Und diese Verheißung wird dann auch wieder aufgegriffen im Neuen Testament, zum Beispiel auch durch Lukas in der Apostelgeschichte 3,25. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aber auch Paulus verweist in Galater 3, Vers 8 auf diese Verheißung. Und wir wissen,
durch die Evangelien, dass Jesus selbst in seinem Missionsbefehl dieses sehr deutlich sagt. Nehmen wir Lukas Evangelium hier 24, 47. Und in seinem Namen sollen Buße und Vergebung der Sünden verkündet werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Und dieser Auftrag gilt so lange, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Worauf wir uns alle natürlich freuen dürfen und rufen dürfen, Maranatha, Herr, komme bald. Wie ich schon sagte, im Anbetracht dessen, was jetzt geschieht, umso mehr. Und das Bild, welches Jesus in Vers 30 benutzt, soll alle, sowohl die Juden damals als auch uns heute, ein Stück weit wachrütteln, uns ermutigen, sich selber auch zu prüfen. Er sagt, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Auch diese Aussage war für die Juden eine Ohrfeige, weil sie sich eigentlich in jeder Hinsicht als die Ersten, als die Besseren hielten. Sie waren den Heiden gegenüber sehr arrogant, weil sie ja das auserwählte Volk waren. Sie hielten sich für die Ersten. Und jetzt sollten sie gegebenenfalls die Letzten sein und womöglich sogar gar keinen Platz im Reich Gottes haben. Diese Aussage mussten sie natürlich erstmal verdauen. Und wir sehen in den Briefen, selbst da, wo Juden sich dann bekehrten, wie auch immer wieder die Spannung zwischen Heiden und Juden hatten, weil sie sich für was Besseres hielten und sich dementsprechend den Heiden arrogant gegenüber verhalten haben, wie zum Beispiel in Ephesus oder auch in der Gemeinde zu Rom. Und darum schlichtet Paulus diese Spannungen, die da sind, mit der Lehre der souveränen Errettung, indem er beiden sagt, ihr habt gar nichts zu eurer Errettung beigetragen, wie könnt ihr euch übereinander erheben? Und diese Lehre sollte auch uns Heiden demütig halten, weil wir eingepfropft wurden. Doch in der Ewigkeit wird es ein Staunen geben, ein Staunen, ein Überraschtsein, wer alles da ist und wer vielleicht nicht. Mit einigen, mit denen wir ganz sicher gerechnet haben, werden womöglich nicht da sein. Einige, von denen wir es nie erwartet haben, werden dort sein. Es wird also Überraschungen in der Ewigkeit geben. Und der Lieder, Dichter und Musiker Manfred Siebald schreibt in einem seiner Lieder über genau diesen Moment der Überraschungen in der Ewigkeit in seinem Lied. Das wird ein Staunen geben. Und da heißt es in drei Strophen, ich lese das einmal vor. Da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürben in ihren Sünden, wenn wir zu richten hätten. Doch Gott wird auf jene sehen, die seine Vergebung wollten, und mancher wird zu ihm gehen, auch wenn ihm die Menschen grollten. Und manche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken, denn Gott wird nach jenen Ausschau halten, die sich ganz auf ihn verließen. Doch denen, die sich vertrauten, wird er dann die Tür verschließen. Dann werden wir plötzlich schweigen und nicht mehr nach anderen fragen. Auf uns wird dann Jesus zeigen und selbst das Urteil sagen. Auf einmal wird klein und nichtig, wie gut wir uns selber fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Und dann der Refrain. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir dann voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Und das trifft es sehr gut auf den Punkt. Und ich möchte damit zum Schluss kommen und kurz zusammenfassen, was wir von dieser Begebenheit Jesu lernen können. Auf die Frage, Herr, sind es wenige, die errettet werden, gibt Jesus hier eine klare Antwort und er scheut sich nicht, ihnen die Wahrheit zu sagen. Für viele wird es ein zu spät geben. Auch viele von ihnen, für sie wird die Tür verschlossen sein. Warum? Weil sie Jesus ablehnen. Jesus ist die Tür. In diesem Abschnitt macht Jesus deutlich, es gibt nur einen Weg, um zu ihm zu kommen, nämlich durch die enge Pforte. Er ist der Weg, er ist die Tür, er ist der Maßstab. Ihre Vorstellung und ihre Gerechtigkeit, ihr Denken über das Reich Gottes reicht nicht aus. Und er konfrontiert seine Zuhörer, dass es einen Moment geben wird, an dem es heißt, zu spät. Und in dieser Antwort liegt eine Dringlichkeit, die wir heute so oft vermissen. Und darum müssen wir auch heute
das Evangelium klar verkündigen und keine billige Gnade predigen. Denn was tut die billige Gnade? Sie predigt Vergebung ohne Reue, Gemeindemitgliedschaft ohne Gemeindezucht, Jüngerschaft ohne Gehorsam, Segen ohne Verfolgung, Freude ohne Gerechtigkeit, Ergebnisse ohne Gehorsam. So etwas gibt es nicht. Und G.C. Ryle sagt mal in etwa so, ich gebe es mit meinen Worten wieder, wenn jemand vorgibt zu glauben, ohne dass es bei ihm etwas verändert, ist es eine Fälschung. Ein Christsein, das niemanden einen Anstoß bereitet und keinerlei Opfer fordert und einem selbst nichts kostet, ist wertlos. Ja, das ist dann nur ein leeres Lippenbekenntnis, wo die Menschen sich einbilden, den schmalen Weg zu gehen oder auf dem schmalen Weg zu sein und am Ende dann hören müssen, geht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Und da wird es tatsächlich dann ein Staunen, ein Köpfeverdrehen geben. Und es ist nicht nur eine Warnung an die damalige Elite damals oder die Juden, sondern genauso auch für uns. Es wird tatsächlich nur ein Teil der Menschheit gerettet. Und darum hat diese gute Nachricht gerade in dieser letzten Zeit eine Dringlichkeit. Ja? Der Zielort macht den Unterschied. Und die Menschen sind gerade jetzt, wo die Nöte immer weiter zunehmen werden, häufig offen für das Evangelium. Denn der Zielort, wie gesagt, macht den Unterschied. Und wir müssen uns jeder Einzelne die Frage stellen, bist du dabei? Hast du diese Hoffnung der Herrlichkeit? Und darum lasst uns, wie Paulus es an die Korinther schreibt, in 2. Korinther am Ende, in seinen abschließenden Ermahnungen, er fordert sie auf, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Paulus fordert sie hier zum echten Glauben auf. Und leider sitzen viele Menschen auch heute in den Gemeinden, die nie durch diese enge Pforte gegangen sind. Und somit können wir mit John MacArthur sagen, der das in etwa so formuliert hat, die Gemeinde ist in gewisser Hinsicht der gefährlichste Ort für unbekehrte Personen. Denn wenn man sich in falscher Sicherheit wiegt, sieht man auch keinen Handlungsbedarf. Und somit dürfen wir von Jesus lernen, mutig das ganze Evangelium zu verkündigen und keine billige Gnade. Wir dürfen und müssen diese Nachricht mit einer Dringlichkeit weitergeben, wie schon gesagt, weil die Menschen häufig in der Not empfänglicher sind. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass nach dem Krieg in der Aufbauzeit die Kirchen voll waren. Und so können wir auch jetzt die Nöte, die da sind und die jetzt mit der Politik oder weltweit massiv sich verschlechtern werden, auch diese Chance nutzen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um ihnen diese dringende Botschaft zu verkündigen. Und wir dürfen das Evangelium allen Völkern verkündigen. Auch da dürfen wir die Flüchtlingssituation, so herausfordernd sie auch sein mag, trotzdem nutzen, um alle Menschen damit zu konfrontieren. Und wir dürfen uns selber prüfen, ob wir im Glauben stehen. Und eines abschließend, wir müssen uns nichts Neues ausdenken. Wir dürfen das tun, was Jesus getan hat, in Liebe die Wahrheit sagen. Amen.